Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Online. Leute, heute gibt es wieder ein Alle meine Pferde Video. Ich mache das ja jedes Jahr einmal und zeige euch alle meine Pferde. Das sind jetzt alle meine Pferde, die ich euch 2020 zeigen werde. Also es wird kein weiteres Video in 2020 kommen. Das nächste kommt erst dann wieder nächstes Jahr. Ich zeige euch alle meine Pferde, die ich besitze. Und Leute, falls euch das Video gefällt, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, über einen Kommentar und natürlich auch über ein kostenloses Abo von euch. Und ich danke euch jetzt schon mal im Voraus und ich hätte gesagt, wir fangen gleich an, denn ich habe unfassbar viele Pferde. Ich werde die auch nicht rausholen oder so, sondern ich werde euch einfach nur die Pferde zeigen und wenn ich kurzfristig was dazu zu sagen habe, sage ich auch was dazu. Das ist meine Hillsong. Hillsong ist einer meiner wenigen Level 15 Pferde. Sie war das allererste Pferd in meiner Laufbahn von Star Stable, das ich ausgelevelt hatte und ich liebe meine Hillsong. Hillsong ist einfach nur ein Traum und ihr seht, ich habe das Jorvik Champi, glaube ich war es, habe ich den zweiten Platz mit ihr gewonnen und da bin ich mega, mega stolz drauf, Leute. Denn Champis liegen mir jetzt irgendwie gefühlt definitiv nicht so, Leute. Hier drüben haben wir Sunflower. Sie heißt eigentlich Wimpy und sie ist ein Palomino Lusitano und auch einer meiner absoluten Favoriten. Ich habe vor längerer Zeit mal ein Video gemacht von allen meinen Lieblingspferden. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt, dass ich das nochmal update, denn es sind ein paar neue Lieblinge dazugekommen. Dann mache ich das sehr, sehr gerne für euch. Dann gehen wir hier gleich weiter zum nächsten Lusitano, Leute. Ja, ich mag die Lusitanos sehr, sehr gerne. Das ist Classy Queen, meine Sissy. Manche Pferde von mir, die ich besonders gern habe, haben irgendwelche Spitznamen. Werdet ihr jetzt auch im Laufe des Videos hoffentlich herausfinden, Leute. Classy Queen ist, wie gesagt, einer meiner Lusitanos. Ich liebe sie. Sie sieht so süß aus. Und ich finde einfach, ehrlich gesagt, das Set, das ich ihr damals raufgelegt habe, legendär an ihr. Dann gehen wir hier gegenüber hin und hier ist meine kleine Karotte Carrot Cake. Ihr wisst das, sie ist einer meiner absoluten Lieblinge auch und sie ist einfach nur toll und niedlich und süß. Sie ist immer noch Level 12, ich bin sie schon lange nicht mehr geritten in irgendwelchen Rennen, weil ich habe irgendwie gefühlt Angst, dass ich sie auslevel und dann nicht mehr reite. Ich reite sie aber jetzt auch nicht, das heißt, weil ich sie nicht ausleveln will, weil ich sonst nicht mehr reite und ich bin komisch, Leute. Diese kleine Maus kennt bestimmt fast jeder von euch. Das ist Baby. Baby Girl ist mein absolutes Lieblings-Jumpy-Pferd. Sassy hat ja ein bisschen was verändert. Seitdem sind ja die Quarter jetzt nicht mehr ganz so krass in den Rennen. Vielleicht wurde es auch wieder geändert, Leute. Ich bin schon lange keine Jumpies mehr gegangen mit ihr. Aber ja, sie ist mein Jumpy-Pferd. Ihr seht hier die Siegerschleife vom Goldblatt-Jumpy. Und was soll ich sagen, Leute? Sie ist mega nice. Mega nice. Hier steht ihre Schwester, das ist Gold Princess. Ich habe die beiden am gleichen Tag gekauft. Ich glaube im Jahr 2015, am Tag, als sie rauskamen, ich habe erst Baby Girl gekauft und ich glaube nicht mal 10 Minuten später ist noch Gold Princess eingezogen. Die kleine Maus hat mit mir in 2015 mein allererstes Schleifchen gewonnen am Jorvik-Stall. Da bin ich Zweiter geworden, da war ich mega, mega stolz. Ich glaube damals war sie nur Level 7 oder so. Also ist krass, Leute, wie einfach man in 2015 noch Championate gewonnen hat. Mittlerweile ist das definitiv nicht mehr so und wie gesagt, ich bin jetzt nicht der krasse Babu im Championaten. Dann hier drüben stehen noch zwei Andalusier. Wenn ich sage, ich mag Lusitanos und auch Trakehner, muss ich natürlich auch dazu sagen, dass ich auch die Andalusier mega, mega gerne mag. Hier ist meine wunderschöne Coffee. Sie heißt Coffee Cup und ich habe sie gekauft. Sie ist mein absolutes Traumpferd. Also wenn ich in echt ein Pferd haben könnte, dann hätte ich gern so eine hübsche Maus wie sie. Am besten entweder noch mit Punkten, Leute, oder mit Flecken, denn ich liebe Appaloosas und Paint Horses. Hier drüben haben wir Iron Mane. Iron Mane war mein allererster Andalusier und er heißt Tony, denn er heißt Iron Mane, benannt nach Iron Man, nach Tony Stark. Dann sind wir hier auch schon bei meinen neuesten Additionen sozusagen von meinem Stall. Das ist einmal Aura, Dark Aura. Das ist das Urpferd Umbra. Und hier steht Moon. Das ist Isla, Leute. Ich habe natürlich auch die Pets dazu gekauft, denn ihr wisst, ich sammle gern und shop gern, Leute. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt bei dem Pferdekauf von den Grazien, dann verlinke ich es euch sehr, sehr gerne jetzt im i.
Weiter geht's mit einem meiner wunderschönen Knappstrupper. Die Knappstrupper sind ja sehr umstritten in Star Stable. Ich persönlich liebe die Knappstrupper, Leute. Ich reite sie wahnsinnig gern. Grand Champion ist noch Level 1, Leute. Ist aber der einzige von den dreien, die ich habe, der Level 1 ist. Denn ich wollte immer noch mal einen Champion mit ihm gehen. Aber Championate sind so eine Sache, Leute. Ich muss da irgendwie so richtig, ne, hier so immer so reinschwitzen. Und deswegen ist er noch Level 1. Und wenn ich mit ihm einen Champi auf Level 1 gegangen bin, dann werde ich auch anfangen, den kleinen Buben zu leveln. Gegenüber ist mein kleiner Keks, denn Fortune Cookie ist auch ein Knappstrupper, Leute. Er ist mittlerweile Level 8 geworden. Er ist super, super süß. Ich reite ihn mega gerne. Wie gesagt, ich liebe die Knappstrupper. Sie sind einfach nur ein absoluter Traum, Leute. Dann sind wir bei einem Pferd, das ich unfassbar gerne reite. Es ist aber tatsächlich erst Level 7, weil ich gefühlt nur mit Miracle Magic, mit Bambi rumgeritten bin und sehr, sehr wenige Rennen gegangen bin. Aber Leute, das ist das Fawnzy. Ihr kennt es bestimmt, es gab es an Weihnachten im Winterdorf zu kaufen und ich habe auch die Ausrüstung dazu gekauft. Ich bin mega, mega happy. Es ist einfach nur wunderschön und ja, ich bin froh, dass ich es habe, Leute. Ich hänge fest. Hilfe. Hier drüben steht mein einziger Tinker auf Dakota Rain Tree. Das ist meine kleine Dark Kiss. Die kleine Kiss habe ich gekauft. Sie ist Level 4. Mir ist sie persönlich ein bisschen zu groß. Ich hätte mir kleinere Tinker gewünscht und ja, das ist Dark Kiss, Leute. Hier drüben ist mein absoluter Lieblingsknappstrupper. Das ist Fluttershy. Und sie heißt Lou und ich liebe sie sehr, Leute. Sie ist Level 15. Ihr seht hier auch, ich habe bereits eine Schleife mit ihr abgeräumt und bin ja sehr, sehr happy, Leute, dass sie da ist. Sie hat den ersten Platz gewonnen im Championat mit ihr. Ich bin nur ein einziges Champi gegangen. Sie hat den ersten Platz gewonnen. Eigentlich wären wir Zweiter gewesen, Leute, weil ich hatte einen kleinen Fail dabei. Aber ja, falls ihr wissen wollt, warum, dann verlinke ich euch gerne das Champi nochmal im i, dass ihr euch reinziehen könnt. Hier drüben ist meine Sienna Rain, die ich ja komplett umgestylt habe, dass ich sie lieber reite. Und Leute, ich finde ihr neues Outfit einfach richtig, richtig klasse und ja, muss ehrlich sagen, ich reite sie jetzt richtig gerne. Hier haben wir Greymane. Greymane heißt eigentlich Liam und Liam ist benannt nach dem WoW-Charakter Greymane, also Liam Greymane. Und er ist mein einziger Curly auf diesem Account und er ist mega knuffig und ja, was soll ich noch sagen, Leute? Hier drüben steht Chocolate Cake. Schoko ist ein Hengst und ich habe ihn mir zum Geburtstag gekauft, denn ich wollte ihn eigentlich immer schon haben und hat mir immer gesagt, ah Sandy, aber du hast schon so viele Jorvik'sche Warmblüte, du brauchst nicht noch einen kaufen. Und dann dachte ich mir, Moment, zum Geburtstag hat man doch einen Wunsch frei, oder? Und dann habe ich ihn mir zum Geburtstag gekauft und lieb ihn sehr. Er ist zwar erst Level 3, Leute, aber ich habe einfach so unfassbar viele Pferde, dass ich einfach nicht alle leveln kann. Leute, dann geht's in die Runde 2. Wir fangen an mit Day. Dream. Manche Pferde haben nur einen Teil ihrer Ausrüstung an, Leute. Das kommt daher, dass ich meistens wie wild im Stall rumrenne und irgendwelche Ausrüstung suche, die ich gerade nicht finden kann. Und ja, Daydream hat nichts mehr dran bis auf ihre Decke. Weil ich das anderen Pferden gegeben habe, Leute. Daydream ist Level 8, sie ist einer meiner NSKs. Ich finde sie super, super knuffig. Ich muss aber dazu sagen, ich reite die NSKs nicht so mega gerne. Deswegen sind meine NSKs, glaube ich, alle nicht ausgelevelt. Genau hier ist Ostwind, Leute. Ostwind ist auch nicht ausgelevelt. Er ist Level 7. Ich habe alle so ein bisschen gelevelt gefühlt, Leute. Da ist Ashblood. Ashblood ist das Pferd aus der App. Er ist Level 11, das ist am höchsten, Leute, aber er kam schon mit Level 10 zu mir, deswegen, ne, kann man jetzt nicht behaupten, dass ich ihn mehr geritten habe wie die anderen. Das ist mein Lieblings-NSK, sie heißt Honeydew, sie ist Level 11, an dem sieht man natürlich auch, dass sie mein Lieblings-NSK ist. Aber Leute, ich liebe einfach alle Pferde, die ein Cream-Gen haben. Sie hat jetzt sogar ein doppeltes Cream-Gen, Leute, sie ist ein Cremello und hat dadurch natürlich auch blaue Augen. Und sie kam im letzten Schwung, wenn sie im ersten Schwung gekommen wäre, dann hätte es passieren können, Leute, dass ich mir nur sie und Ashblood gekauft hätte. Aber jetzt habe ich 4 NSKs und ja.
Hier drüben stehen zwei Easies. Ich besitze nur zwei Easies, Leute. Das ist einmal Copper Dream. Copper Dream ist fast ausgelevelt, Leute. 12,5. Ich habe dann irgendwann mal aufgehört, weil ich mir dachte, vielleicht will ich das ein oder andere Rennen noch gehen. Und dafür hebe ich mir ihn auf. Aber am Ende des Tages hätte ich ihn, glaube ich, auch austrainieren können. Weil, Leute, warum nicht? Ich mag ihn mega. Ich liebe die Isländer. Die sind einfach so, so toll. Und ich hatte auch eigentlich immer vor, mir noch einen Isländer zu kaufen. Mal schauen, Leute, mal schauen, denn sie bekommen ja auch ein Update. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, Leute. Hier steht Numero Due. Das war mein allererster Isländer, Coco Vanilla. Die habe ich relativ schnell ausgelevelt. Ich kann euch nicht sagen, wie lang, aber es hat nur ein paar Tage gedauert, Leute. Und dann war sie ausgelevelt. Ich bin auch schon das ein oder andere Championat mit ihr gegangen. Es macht mega, mega Spaß mit ihr. Ich glaube, ich müsste sie einfach auch wieder öfter hernehmen, weil, Leute, sie ist zuckersüß, oder? Mit ihrem Baldface. Die letzten beiden Pferde in dieser Stallgasse sind einmal Crown Prince. Ihn habe ich gekauft beim Dressur-Event letztes Jahr und er ist Level 4, Leute. Ich bin ihn geritten. Ich mag ihn jetzt nicht so besonders gern, Leute. Ich habe ihn jetzt auch nicht mega bereut, aber ich hätte ihn jetzt auch nicht unbedingt kaufen müssen. Vor allen Dingen war er mega, mega teuer, die Lipizzaner bekommen irgendwann demnächst oder auch nicht demnächst auf jeden Fall auch ein Remake. Und ja, hier steht Caramel Cookie. Caramel Cookies Pferdekauf war das allererste Video, das ich auf diesem Kanal gebracht habe. Mega, mega cringe, Leute. Mega, mega peinlich. Aber es war das erste Video und ja, irgendwann fangen wir alle mal klein an. Und ja, die kleine Maus heißt genauso wie mein englisches Vollblut, das ihr gleich noch sehen werdet. Denn ich habe einfach komplett vergessen, dass ich bereits eine Caramel Cookie hatte. Hier drüben stehen meine beiden Akaltikina. Ich liebe die Akaltikina. Und ich weiß, es heißt Achaltikina. Ich finde aber, Achaltikina hört sich furchtbar scheußlich an. Und in Englisch heißt sie Akaltik. Und deswegen sage ich einfach Akaltikina und mische einfach Deutsch und Englisch. Why not, Leute? Denglisch, wer kennt's nicht? Das ist Lemon Tea. Lemon Tea kommt aus der Star Stable Horses App. Sie ist einfach nur wunderschön. Meine Lemon hat auch ein Outfit passend zu ihrem Namen und ich liebe sie sehr und sie ist mega knuffig, Leute. Hier drüben steht ihre Schwester, die Sugar. Sugar Splash ist Level 15. Ich bin schon im Championat mit ihr gegangen, hat mega, mega Spaß gemacht. Ich kann die Akaltikina absolut empfehlen. Sie sind einfach nur ein Träumchen. Dann haben wir Vanilla Rose. Vanilla Rose ist mein einziger Fjordi. Das war quasi eine Challenge, dass ich mir ein Fjordpferd kaufe. Ein Pferd, das ich nicht mag. Ich hatte ja viel über die Fjordis gesprochen, über die neuen. Sie wurden mittlerweile ein bisschen ja, nicht geremaked, Leute, aber der Schweif und der Dannstrich und so weiter wurden geändert, dass sie jetzt nicht mehr so furchtbar aussehen. Ich bin mega begeistert, was Lisa hier geschaffen hat und ja, aber das ist Vanilla Rose und ich liebe sie sehr. Vanilla Rose ist einfach knuffig, Leute, und guck mal, ihr kleinen süßen Schnufel. Wir müssen ganz kurz kuscheln. Vanilla Rose, ich hab dich lieb. Ja, nein, ich wollte mich nicht draufsetzen. Hier drüben steht eines meiner zahlreichen Connemaras. Und zwar mein Lieblings-Connemara, der kleine Far Cry. Er ist ein wunderschöner Fliegenschimmel, ist einfach zuckersüß und wir kuscheln ganz kurz für die Liebe, weil ich ihn schon lange nicht mehr geritten bin. Er ist Level 9, ich muss ihn mal wieder dran nehmen und ja. Hier hinten machen wir es kurz und schmerzlos, Leute. Hier haben wir einige der Urpferde, ich habe aber noch mehr. Wir haben Goldfeather, Autumn Star, Emerald Dream, Ruby Nova, Sapphire Wish und einer fehlt, Leute. Was ist bei mir los? Und hier steht Limelight, meine wunderschöne Lee. Ich liebe sie sehr. Sie ist quasi auch ein Fjordi, aber ne, sie ist nicht wirklich ein Fjordi, weil sie ist ein Urpferd und ich liebe sie sehr. Sie ist wunderschön. Mir gefällt sie persönlich in der unverwandelten Form besser, was aber ja nicht so tragisch ist, weil wenn man draußen reitet, hat man ja fast nur die unverwandelte Form vor sich, Leute. Dann fangen wir dieses Mal hier hinten an, Leute. Und zwar ist als allererstes North dran. North Spirit ist mein wunderschönes NSK vom alten Typ, Leute. Mit ihm bin ich das Dino-Tal durchgequestet. Er ist einer der Pferde, die ich wirklich sehr, 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 sehr gerne mag, weil wir einfach unfassbar viel zusammen erlebt haben. Wir haben damals die Kalter-Quest auch gemacht. Da musste man mega grinden jeden Tag, dass man sich ein altes Fjordi kaufen kann. Und er war da dabei und deswegen habe ich ihn sehr, sehr lieb, Leute. Dann haben wir hier drüben nochmal Urpferde. Und zwar Violet Candy. Die habe ich gekauft, als die Urpferde damals rauskamen, Leute. Blue Galaxy und Fire
Fire Beam habe ich gekauft, als sie das zweite Mal nach Jorvik kamen. Und hier drüben stehen noch Tuxedo Mask und Rockstar. Beide habe ich auf dem Kanal gebracht, also alle Pferde, die ich natürlich nach 2017 gekauft habe, Leute, habe ich am Kanal gezeigt. Und er war das Pferd, das ich gekauft habe, das ich nicht unbedingt gebraucht hätte, weil ich ja schon einen Friesen habe. Und Rockstar war das Pferd, das ich gekauft habe, das am allergünstigsten war. Hier drüben steht noch vor allen Dingen. Hier drüben steht noch meine Strawberry Pie, mein Araber Pinto und hier steht Royal Potential, mein Friese. In den vordersten Boxen habe ich dann nochmal zwei Urpferde, Leute, ich habe unfassbar viele Urpferde. Einmal Hawkeye und dann Scarlet Witch. Ja, ich bin ein großer Avengers-Fan, Leute, falls ihr euch gefragt habt. Die beiden sind auch wirklich Pferde, die mir mega ans Herz gewachsen sind. Sie sind einfach zucker, zucker süß. Dann ist hier das Pony-Spektakel ausgebrochen. Ich habe mega, mega viele Ponys, Leute. Das ist einmal Mini Pirate, Mini Flash, Mini Shade, Mini Spell und Storm Princess. Hier fehlt aber einer, Leute. Hier fehlt einer. Und zwar Gold Prince, Leute. Gold Prince ist auch ein Pony und den habe ich tatsächlich vergessen bei dieser ganzen Aufzählung der Ponys, Leute. Sonst komme ich komplett durcheinander und sonst vergesse ich zum Schluss noch irgendein Pferd, Leute. Dann haben wir Redberry. Redberry ist mein Welsh. Wo ich ein bisschen enttäuscht war, Leute. Ich freue mich wahnsinnig auf die neuen Welsh Ponys. Ich hoffe, sie kommen bald, denn ich hätte gerne eins. Und hier hinten stehen meine beiden Fjordpferde, wo ich gerade schon gesagt habe, für die musste ich mega grinden, Leute. Die gibt es mittlerweile nicht mehr im Spiel zu kaufen. Snowpearl und Smoke Song. Und ich liebe sie beide sehr und ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ich noch die Möglichkeit hatte, die beiden zu kaufen. Könnt ihr noch, Leute? No. Es dauert noch ein bisschen. Wir haben hier zwei Morgens und einmal Stargazer, den habe ich gekauft auf dem Wandermarkt. Und hier drüben haben wir Money Chaser, den habe ich gekauft, als damals die Morgens rauskamen, irgendwie 2015 oder so. Dann haben wir hier einige Connemaras noch, oder haben wir ja. Einmal Moonchild und einmal Red Pepper. Ich war im absoluten Connemara-Fieber und habe mehrere Leute. Dann haben wir hier drüben Jewel Heart. Sie ist einer meiner Trakehner und ausgelevelt. Man sieht es hier gerade nicht. Sie ist einfach... Ich liebe sie, Leute. Ich liebe sie mega. Hier ist Rose Hill. Rose Hill ist mein einziger Shire, Leute. Ich habe sie bis Level 9 gelevelt. Danach habe ich sie irgendwie nicht mehr geritten. Ich finde sie aber einfach mega knuffig. Und ja. Dann haben wir hier Sky Warrior, der gerade frisst. Er ist mein Anfi. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mein Anfi schon geändert habe, Leute. Aber so sieht Sky Warrior im Moment aus. Und er hat das Druidenset dran, was ich richtig cool finde. Und natürlich ist der kleine Bub auch ausgelevelt. Dann haben wir hier drüben Blue Phantom. Er ist mein einziges Clydesdale, glaube ich. Ja, ich glaube, er ist mein einziger Clydesdale. Denn ich war ja mal so sehr ambitioniert mit Championaten. Das hat irgendwie so gar nicht geklappt bei Blue Phantom. Und deswegen habe ich mir dann nicht noch eins gekauft, Leute. Hier drüben haben wir noch zwei Jorvikische Warmblüter. Einmal Stormheart und einmal Guardian Angel. Meine Casey und meine Stormy. Ich liebe sie beide sehr. Sie sind einfach zucker, zucker süß. Hier drüben haben wir dann einige Mustangs. Und zwar Raspberry Ace aus der App, Cherry Pie und Blueberry. Die Mustangs, die können ja das buckeln. Das finde ich mega, mega cool. Ich muss nur sagen, in den Championaten scheiße ich jedes Mal rein, wenn ich Cherry Pie reite, Leute. Dann haben wir hier noch einen Lusitano, den ich gerade vorhin vergessen hatte. Und zwar ist es Cinnamon Kiss. Cinnamon Kiss war der erste Lusitano, den ich gekauft habe. Und hier haben wir noch drei wunder, wunder hübsche, kleine, süße Assateague-Ponys. Das ist einmal Poppy, Pixel Princess und Chippy. Als letztes in dieser Runde ist Blue Pearl. Sie ist meine alte Araberstute, die ich irgendwie immer noch nicht so gerne reite, Leute. Und dann haben wir die letzten paar Pferde, die ich noch extra habe, sozusagen, Leute. Es sind nicht mehr ganz so viele wie davor. Das ist einmal Angel Blaze, Wild Boy. Die beiden habe ich gekauft way back, Leute, way back. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, wann die ersten Pferde damals reinkamen, aber das waren die ersten Kaufpferde, die man in Star Stable kaufen konnte. Denn als ich angefangen habe zu spielen, gab es noch gar keine Pferde zu kaufen. Die kamen dann irgendwann später rein. Und die beiden und mein allererstes Pferd war dieses hier, Summer Dream. Das waren die ersten drei Pferde, die ich gekauft habe. Und ja, so sahen die damals aus, Leute.
Dann haben wir hier drüben noch Apple Cloud. Ihr wisst, Apple Cloud und ich sind keine Freunde. Wir reiten nicht sehr, sehr gerne zusammen, aber es macht nichts. Er ist trotzdem da und wir haben ihn trotzdem lieb. Und hier drüben steht meine zweite Caramel Cookie mit dem kleinen Propeller-Popöchen. Sie ist ein wunderschöner Grimello. Ich habe sie nicht wirklich weit gelevelt. Na doch, bis Level 11. Ich dachte, sie ist irgendwie Level 6 oder so. Okay. Dann habe ich sie doch weit gelevelt, Leute. Hier hinten steht noch das Urpferd, das vorhin irgendwie lost war. Und zwar ist das Rainbow Melody. Und das letzte Pferd, das ich euch noch zeigen muss, ist Angel Wings, der Lusitano aus der App. Ich hoffe, dass es alle Pferde waren. Falls nicht, scrolle ich jetzt trotzdem nochmal ganz schnell durch, dass ihr eventuell mal ganz kurz Pause drücken könnt und euch nochmal alle Pferde sozusagen auf einen Blick anschauen könnt. Falls euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!